Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Survivor. Unbedingt die letzte Folge reinziehen, die Flucht von Coruscant. Absolut filmig geil gemacht, wie in den Filmen eben. Geiles Feeling. Wir legen jetzt direkt weiter los, besuchen Grease auf seinem neuen Planeten. Mal sehen, warum die Crew sich getrennt hat. Aber vorher, Däumchen, kostenloses Abo, würdest du meinen Kanal extrem krass mit supporten. Und natürlich die Glocke nicht vergessen, damit du auch keine weitere Folge auf diesem Kanal verpassen wirst. Viel Spaß mit der Folge, let's go. So, dann würde ich sagen, landen wir die Schrottkiste mal, oder? Und mal sehen, was geht. Kobo. Nice. So weit, so gut. Was ist das? Landen wir. Mayday, 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 wir stürzen ab. Im ganzen Schiff. Hast du irgendwas? Unsere Lichttriebwerke werden neu gestartet. Servo, Kumpel! Wir schaffen es nicht zum Hangar. Ich bring sie hier runter. Festhalten, Billy. Okay, jetzt ist es ganz schon, denke ich mal. Durchgeschmort. Ohne Reparatur fliegen wir nicht weiter. Okay. Wir sind hier. Das muss der Außenposten sein. Ich schätze, wir sehen endlich Grease Cantina. Okay. Komm mit. Ja, legen wir los, oder? Kobo, willkommen. Nice. Ja, hier und da in den Cutscenes natürlich so ein bisschen flimmern, Pop-ups und. Aber was ich bis jetzt so mit am beeindruckendsten finde, ist natürlich nicht mein lilanes Laserschwert, die weltbeste Farbe aller Zeiten, sondern ich finde das Sound, also die Sounds in dem Spiel, finde ich so was von affengeil. Das macht so eine geile Atmosphäre mit diesen Sounds. Alright, Mann. Kobo, geh mal ein bisschen auf Erkundung. Da unten habe ich schon eine Kiste ersperrt. Bravo, hätte das gefallen. Na los, Kumpel, wir haben einen weiten Weg vor uns. Ich habe Bock auf so ein richtig geiles Jedi-Gewand einfach, Mann. Wie wir es eigentlich schon im Gepäck hätten, aber eben ohne diesen dämlichen Umhang, sondern einfach nur dieses Jedi-Ding eben. Ihr wisst, was ich meine. So, an der Stelle natürlich immer ein fettes Dankeschön auf die ganzen, auf den ganzen Support der letzten Folgen, Mann. Ihr seid auf dem Geil, danke, dass es euch gibt. Jo, was ist das für ein Riesenvieh? Auf der anderen Seite von all dem hier. Ich sehe mir das mal genauer an. Bedis Visier aufrufen. Nice, ey. R3? Jo, geil, Mann. Panzer Toronto, ein Pin zu markieren, okay? Das ist mal ein Riesenvieh. Wenn du den Cursor über einen Pin bewegst, kannst du seine Position auf der Holokarte öffnen. Okay, nice. Es ist aber echt ein Riesending. Okay. Pin entfernen. Okay, nice, nice. Haben wir das auch gelernt? BD schlägt voller Überraschung. So, von dort sind wir gekommen. Und hier hat sich Grease wieder niedergelassen, um zu leben, oder was? Sieht ziemlich trist aus. Ein Luka-Hulk. Was macht denn ein altes Kampfschiff der Separatisten hier? Jo, ist das so ein Mini-Todesstern oder wie oder was? Ich habe so Bock, dieses Spiel zu erkunden. Das letzte Mal, dass ich einen Luka-Hulk gesehen habe, war auf Bracca. Habe ich auch schon in den ganzen letzten Folgen gesagt, dass das Spielgefühl sowas von viel krasser ist als im ersten Teil. Nur, dass Grease die Teile hat, die wir brauchen.
So, ey, da oben ist die Kiste. Die holen wir uns direkt zuallererst, aber erstmal gönnen wir uns den Punkt, weil hier speichert das Spiel. Punkt und so weiter haben wir nicht am Start, deswegen können wir direkt hier losgehen. Und weiter. Nice, da können wir uns sogar hochziehen, ja gut. Dann kommen wir direkt an die Kiste. Komm, mal, gönn jetzt was Geiles. Gönn was Geiles. Ein geiles Outfit. Let's go. Okay, eine neue Brille für BD, aber ich bin mit meinem Schrott-BD eigentlich mehr als zufrieden. Okay, so. Sieht nach so einer Abkürzung aus, die man eigentlich aktivieren könnte. Okay, dann von der anderen Seite, ne? Von der anderen Seite. Von dort dann eben. Wallrun könnte man tun, ja? Okay, ich wollte eigentlich nur die Holomap öffnen. Wo soll man denn hin überhaupt? Wo soll man denn hin? Da vorne wäre zu, da vorne geht's weiter. Okay, dann muss ich natürlich erstmal zu dem roten Ding laufen. Warum schüttelt der seinen Arm immer so komisch, ey? So, Quatsch. So, da ist so ein Echo, siehst du? Von wegen rot. Also ich bin ganz woanders. Okay, ist das tatsächlich. Warte, ja. Stopp! Das war ja ein tolles Echo. Wow! Wow. Ja, was bist du denn? Kann man das scannen? Ja. Neues Wesen? Stauder. Was? Da kann ich jetzt nicht lesen so schnell. Verrostet. Wie alles andere hier. Ich sehe schon. Ich versuch's mal. Na, könnte man schaffen, wenn ich den Sprung hier so ein bisschen früher schaffe, beziehungsweise ein bisschen höher, da oben ist was. Da oben ist definitiv was. Jo. Nein. Hey, sieh dir das an. Oder so ein Klumpen, ja gut. Wie gesagt, ich vermute schwer, dass das irgendwas Krasses sein wird zum Upgraden irgendwie. Von Rüstung, Fähigkeiten oder hast du nicht gesehen? So, dort ist zu. Okay, wir müssen den Warrun da vorne machen. Das hier wird ein Shortcut sein. Ja, das wird ein Shortcut sein. Gut, dann waren wir eigentlich schon wieder auf dem richtigen Weg. Und wie gesagt, das Ding hier vorne, das wird ein Shortcut hierhin zurück sein, dass wir nicht mehr mit der Wand laufen müssen, hundertprozentig. Okay, kannst du bitte aufhören, deine Hände so komisch einfach zu schütteln, Mann. Oh, Druiden, geil. Roger, geil, Mann, ey. Jo. Geil, Mann. Wen scannt der? Scannt er die Pflanze? Nee. Geil, Mann, fühle ich, ey. Die Besten. Okay, da sind überall Druiden. Ich gehe erstmal hier rein. Selbe Quatsch wie gerade. Und wieder so ein Klumpen. Nice. Hey, kein schlechter Fund. So, was bist du für einer? Okay, der sieht aus wie so, oder hat so eine Waffe wie diese krasseren Trooper sonst, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Der sieht eher aus wie ein Raider-Fußsoldat. Warum gehst du eigentlich direkt davon aus, dass Grease irgendwo reingeraten ist? Vielleicht führt er auch hier ein komplett idyllisches Leben. Und wir zerstören jetzt alles, weil wir in irgendwas reingeraten sind. Ja, man hört schon irgendwas. Pilze, nice. Oh. Ah, das Drecksen von ihm. Ciao, Kakao. Ah, die lauern also hier im Schatten der Höhlen. Sieh dir dieses Ding an.
Reese wohnt wirklich an einem interessanten Ort. Hey, lass mich raten, darauf können wir bald wieder reiten oder fliegen, hundertprozentig, ne? Kann ich die angreifen hier, diese Wesen? Oder kann ich die scannen? Was seid ihr denn? Irgendwelche Fledermaus-Kreaturen, ey. Okay, hüpfen wir mal rüber zu denen, ne? Okay. Seltsamer Planet bis jetzt. Oh, 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 oh. Seht euch diesen Ausblick an. Ist das ein riesiger Krater? Wow, ich habe es so schön. Die Klippe bewachen, Einheimische erledigen und die Gegend genießen. An mir kommt niemand vorbei. Jo, alles klar. Einheimisch erledigen, die Klippe genießen. An mir kommt niemand vorbei. Jo, alles klar. Oder vielleicht auch doch. Oder vielleicht auch doch. Ach, nee, guck mal. Der ballert das jetzt bis da hinten rüber, oder was? Jo, okay. Das ist ein nicer Shortcut. Das ist ein ziemlich nicer Shortcut. Okay. Die Druiden, immer, ich liebe die. Und was ist das oben? Okay. Aber erstmal hier vorne ab. Okay, da vorne war eh nix. Neuer Tag. Wieder ein Droide begraben. Oder angefallen. Oder weg. Yo! Alter, die gibt's auch geil, Mann. Alter. All das, ey. Das hat alles so im ersten Teil gefehlt, Mann. Und jetzt haben wir es hier am Start, ey. Wahnsinn, ey. Scan. Ich denke, es steht fest, dass diese Droiden neue Meister haben. Kampfdroide B2. Okay, der andere ist B1. Den haben wir schon. Was auch so ein bisschen seltsam aussieht. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Die Laufanimation vom lieben Kerl, ey. Die ist irgendwie... Senken. Nichts wie weg hier. Nee, ist irgendwie komisch. Okay, da bin ich ein bisschen zu lange stehen geblieben. Was ist das für eine Matschepampe? Oh, 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 das habe ich gerade so geschafft. Das klingt nicht. Okay. Explodieren also. Gut zu wissen. Okay, was soll ich denn tun jetzt? Das ist echt viel Teer. Okay, ich muss irgendwas in die Luft sprengen. Ah, nice. Okay, das ist unser Rückweg. Und das ist ein Shortcut. Abkürzung. Abkürzung von wo denn? Ach nice, dann kann man von da, zack, nach und dann hier hoch und dann ist man direkt wieder am Start. Okay. Ist fair. Und da vorne ist eine Kiste. Und da ist noch so ein kleiner Galoide. Ey, cool, Mann. Achso. Rede mit Pit-Druide. Aufgelaufenes Schiff. Was du nicht sagst. Wünschte, wir könnten helfen. Okay. Wir haben ja die Macht. Wir können jetzt einen auf Luke Skywalker machen und das aufgelaufene Schiff hier rauslassen, oder? Oder wir holen das Teer wieder weg. Das Teer, den Tier, den Teer. Okay. Ah, da fehlt mir die Macht, glaube ich, noch zu Sachen zu ziehen, ne? Ich glaube, das fehlt mir. Aber was ich weiß, die Macht, diese Kiste zu öffnen, die fehlt mir nicht. So, was haben wir hier drin? Kurzer Bart. Nimm mal. Ja, die Bartanimation, ey, die sieht auch... Scheiße, Mann, das sieht aus wie einfach nur so eine Matschepump-Textur im Gesicht, aber okay. Okay. Ist meckern auf hohem Niveau, also, ne? Nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen. Wir kommen definitiv näher. Ich wollte es gerade sagen, ey. So, zu dir kommen wir auf jeden Fall wieder, mein Freund. Bleiben wir in Bewegung. Verlassener Damm. Right. Ah, schön mit dem Regenbogen auch noch. Und tschüss. Tschüssikowski, Babydoll. So.
Ah, da oben ist noch so ein Echo der Macht. Wieder ein bisschen Machtenergie erhöhen. Yo, was bist du für ein Riesenwesen? Alter. Das hier sieht so aus, als könnte man das scannen eigentlich wieder für so Samen oder so. Und muss es nicht. Ravis sieht es. Deshalb folge ich ihm. Oh. Du bist verwundet. Oh, halt. Stimmt, hast du recht. Schaltet ihn aus. Jo, da kommt einfach einer aus dem Nichts. Uah. Alter, der finde ich ja, der ist doch mal affengeil, oder? Alright. Nice. Lief zwar nicht so geschmeidig, wie ich gedacht habe, aber ey, am Ende sind sie alle gefallen. So wie der arme Kerl hier. Offenbare, was in ihr steckt. Diese Raider sind eiskalte Killer. Der Monitor Prospektor. So, Fähigkeitenpunkt haben wir leider immer noch nicht am Start, deswegen ich raste auch nicht. Gehen wir. Ich speichere einfach nur und gehe mal in die Richtung. Wo bricht das ein? Das sieht noch ein Versteck aus. Und hier ist wieder so ein Käfer, oder? Wird angesprungen. Oder das Wesen, alles klar. Kommst du jetzt runter? Boah, okay. Okay. Alter. Okay, was machst du? Uah. Jo, der trifft mich ja noch. Okay, ich hätte doch besser gerastet. Ich kann ihn nicht bekehren, dass er kurz nicht gegen mich kämpft. Stim, bitte. Alter, ich finde das Ausweichen im Kampf finde ich einfach nur absolut krampfig, Mann. Die Distanz zu kommen, das ist so hakelig irgendwie. Stim? Oh. Oh, oh. Alright. Alles klar, jetzt gleich können wir rasten. Holy shit, Mann. Groko. Oh, der kann was, ey. Dann gehen wir mal rein, ne? Was haben wir denn hier? Das hier war ein Zuhause. Groko Nest. Oh, yes! Er hat's gelohnt. Hat's gelohnt. Bisschen Macht erhöhen wieder. Nice. Merci. Ach, Gesundheits. Nice. Maximale Gesundheit. Okay, das ist also immer variabel. Geile Sache. Ah, guck mal, man hätte die Steine gegen ihn verwenden können natürlich. Okay. Wissen wir Bescheid fürs nächste Mal, wenn Groko kommt und irgendwas auf uns wirft. Wir können das natürlich auch, ja. Man kann es natürlich mitbenutzen. Okay. So, dann rasten wir jetzt hier mal. Einen Fähigkeitspunkt haben wir ja am Start. Auszoomen bitte. Was ist ein Training? Okay, Training verlassen. Wir trainieren quasi im Live-Action-Kampf und nicht jetzt hier irgendwie mittendrin. Schnellreise, geil. Fähigkeiten. So, überleben. 2 Punkte für den Stim. BD1 führt Teil deiner Machtanzeige mit seinem Stim-Behälter auf. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Halte Kreis, um automatisch Nahkampfangriffe auszuweichen. Okay, einfach nur gedrückt halten. Mhm. Zweifache Reflexion, Luftangriff, Sturmhieb, Abstandshieb. Also ich will mal kurz hier Macht gehen. Ey, guck mal hier, das sind noch 2 Bäume mit Lichtschwert. 2 Bäume noch? Hä? Also ich weiß nur, dass man noch dieses Kylo Ren-Lichtschwert kriegt. Was natürlich... Aber okay, 2 noch. Nice. Karls maximale Macht erhöht sich.
Drücke L2 und R2, um Nahgruppen von Gegnern heranzuziehen. Und das hier ist irgendwas mit Zeit verlangsamen, ne? Oder was ist das? Verlängert die Zeit in der Gegner. Ja. Okay, dann ich gehe erstmal auf die maximale Macht jetzt. Alright. So, und jetzt sind wir ganz kurz noch von einem. Ah, ne, nicht ganz kurz. Ich dachte, wir sind weiter weg. Näher dran an einem. Ach, näher dran an einem nächsten Fähigkeitspunkt. Das wollte ich sagen, Mann. Grease wird überrascht sein, uns zu sehen, was? Ja, ich glaube auch. Oh, Kiste. 5 oder 7 Jahre waren es, die vergangen sind, ne? Nach. Oder seit Fallen Order. So eine lange Zeit. Okay. Du Drecksvieh, Mann. Meine Fresse, störe mich nicht beim Looten, ey. Helle Metalle, ja, so ein Quatsch, ey. Den kein Mensch braucht. So. Mistvieh, ey. Okay, die kommen einfach aus dem Nichts, ja? Okay, das lässt nichts fallen für uns. Brauchen wir auch nicht weiter zu zerstören. Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht aus dem Augenwinkel gesehen. Okay, was haben wir hier? Mysteriöse Wand. Hey, nicht schlecht. Okay. Ah, man kann das beim Händler eintauschen, stand da gerade. Okay. Okay, dann bestimmt eintauschen gegen weitere Cosmetics, ne? Aber auch nicht so verkehrt. Okay. Diese Blasterspuren sind chaotisch. Glückstreffer. Toter Baldam Rider. Okay, entweder die Wand muss eingerissen werden mit was Großem oder ich brauche einen stärkeren Machtschub oder so. Oha, guck mal da. Du Dreckswurm, ey. Ey, die campen mich überall. Werkbank? Was hältst du davon? Neuer Stil gefällig? Aha, neuer Stil gefällig. Achso. Also gut. Ich glaube, ich gehe auch auf Solila, oder? Lass uns die Gewichtsverteilung testen. Okay, ich dachte, jetzt kriege ich irgendwie den nächsten Schwertstil oder so. Okay. Und das hier scheint ein NPC zu sein. Okay, wir sind ganz, ganz nah dran. Okay, hier vorne, ja, da wo ich eben war, da wird es natürlich weitergehen. Aber ich will mal gerade kurz hier reingehen. Was hat der denn? Ich hoffe, Sie sind okay. Was denn? Wer seid ihr? Ist in Ordnung, wir sind Freunde. Was ist passiert? Wir wurden von den Raidern überfallen und ich bin geflohen. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Okay, was machen die Raiders hier? Was habt ihr hier gemacht? Okay. Ist so geil mit den Antwortmöglichkeiten auch. Dasselbe wie immer. Sie terrorisieren und bestehlen Leute wie uns, die versuchen, auf diesem Felsen zu überleben. Sie haben an der alten Grabungsstätte rumgeschnüffelt. Hoffentlich werden sie von den Rollerminen in Stücke gesprengt. Ja, und hoffentlich jagen sie uns nicht in die Luft. Hier ist es für dich zu gefährlich. Du solltest gehen. Das werde ich. Sobald ich weiß, dass der Weg sicher ist. Okay, das heißt, sind den Weg sichern für den? Der Lift ist nicht hier. Ja, der Lift ist da oben. Der Lift ist da oben. Was? Wo willst du hin? Willst du zur Werkbank oder? Okay, deswegen geht er. Ja, die Wand hier, ey. Die Wand. Da brauche ich, glaube ich, eine krasse Machtfähigkeit. Ja, mal schauen, ob wir die in der nächsten Folge finden werden, liebe Freunde. Die Machtfähigkeit, die wir brauchen, um da durchzukommen. Ich würde sagen, beenden wir die Folge erstmal hier an euren Stelle. Und dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Suchen Grease, suchen dieses Wesen auf. Mal gucken, ob wir darauf irgendwie reiten können, fliegen können, wie im ersten Teil eben auf diesem gigantischen Wesen. Das wäre natürlich sexy. Wenn es gefallen hat,
Däumchen hoch, kostenloses Abo. Ganz schnell aufs Profil beklicken, damit hilfst du mir und meinem Kanal mega krass weiter. Dankeschön vorab. Natürlich die Glocke nicht vergessen, damit du keine weitere Folge für Jedi Survivor verpasst, für Tears of the Fallen Kingdom und ab Juni ohne Ende Diablo 4. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao mit V.